Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute, ja, möchte ich weitermachen mit meiner Beauty-Sammlung. Und zwar sind heute meine Puder, meine Blushes und meine Bronzing-Produkte dran. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu trinken, hol dir was zu essen oder andersrum. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, heute ist Sonntag. Ich bin ein bisschen entspannter unterwegs, ein bisschen chilliger, ungeschminkt, ohne irgendwas Großartiges. Ich habe auch tatsächlich eine ganz entspannte Jogginghose an. Ich weiß nicht, habt ihr sowas auch, so Sofa-Sonntage, so Chill-Days oder sowas? Stimmt mal hier oben ab, würde mich echt interessieren. Ich finde, manchmal muss es auch einfach sein und ich mag mich auch sehr gerne ohne Make-up mal so haben. Mein Freund auch, dann kann man auch überall hinpacken, man kann durch die Augen und über den Mund und alles ist gut. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, super Einstieg. Es ist tatsächlich nicht so viel wie bei meinen Masken oder bei meinen Lippenprodukten, würde ich jetzt so sagen. Ne? Also das ist alles noch im relativ humanen Bereich. Ich gucke auch so gerade mal in die Kamera, dann sehe ich auch hinter mir, ne, dann seht ihr noch meine Bronzer und meine Blushes, die sich da schon befinden. Und hier habe ich auch meine Puderprodukte, die ich euch einmal zeige. So, starten würde ich jetzt einfach mal mit diesem Puder hier von Love. Das habe ich auch mit euch zusammen schon ausprobiert. Das ist Perfectitude Shine Control Loose Powder. Das hier ist ja das in der Reisegröße, sodass man das hier oben aufschrauben kann. Dann hast du so einen Puffel. Und ich mache das so, dass ich mir hier halt immer ein bisschen Produkt reinbrösel und dann mit dem Pinsel reingehe und das dann auf mein Gesicht gebe. Den Puffel benutze ich gar nicht so. Es ist ein unheimlich sanftes, leichtes Puder, was nicht in irgendwelche Fältchen kriecht oder sonst irgendwas. Und es ist super leicht, angenehm und mattiert schön ab und lässt das Gesicht wirklich so ein bisschen aussehen, als hättest du so einen Filter drüber gelegt. Das ist wirklich angenehm und du merkst es halt nicht. Bei manchen Pudern hast du das Gefühl, du hast so eine dicke Schicht auf dem Gesicht. Das hast du bei diesem hier überhaupt nicht. Du hast kein Trockenheitsgefühl oder sonst was. Also dieses kleine Döschen gibt es auch noch in groß. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, dann habe ich hier mein Essence All About Matte Fixing Compact Powder. Da habe ich auch Hit the Pan. Ja, das benutze ich auch sehr, sehr gerne, wie man sieht. Ne? Und ich finde es einfach angenehm. Ne? Ich bin ein helles Häutchen, deswegen kann ich auch so helle Produkte verwenden. Und ja, es macht sich sehr gut auf der Haut. Ich finde aber tatsächlich das Loose Powder von Love besser und angenehmer. Deswegen habe ich aufgehört, das hier zu benutzen. Aber ich habe auf jeden Fall den Ansporn, dieses Puder zu Ende zu benutzen. Habe ich mir letztes Jahr irgendwann im Sommer, glaube ich, gekauft. Und ja, auch schon ganz gut benutzt. Und werde ich hoffentlich dieses Jahr aufbrauchen. Aber es ist so ein All-Time-Favorite. Mensch, meine Stimme. Ja, dann habe ich hier von Essence das Brighten Up Banana Powder. Das ist, ich weiß nicht, manchmal ist es total super und manchmal ist es mir irgendwie einfach zu gelbstichig, ne? Das weiß ich nicht. Also ich habe das auch schon ganz gut benutzt. Ich habe da auch schon eine coole drin, aber Hit the Pan habe ich noch nicht erreicht. Bin aber relativ kurz davor, würde ich sagen. Es ist ein gutes Puder, was du nehmen kannst zum Baken, finde ich. Also ne, so unter den Augen und wenn man mag, kann man ja hier unten auch nochmal baken an der Kante, um das halt nochmal ein bisschen kontrastreicher zu gestalten. Und dann gehe ich da einfach mit meinem Make-up-Schwämmchen rein und ja, setze mir das dann auf. Entweder mache ich das Make-up-Schwämmchen vor vorher nass, dann greife ich noch etwas mehr Puder oder ich nehme es wirklich nur ganz dezent und bake dann halt nicht richtig, sondern habe so eine Vorstufe, ne? Dass ich einfach nur den Concealer sette. Aber naja, es ist auf jeden Fall ein gutes Produkt, was bei manchen Situationen irgendwie gelbstichig rüberkommt und ja, dann landet es wieder in der Kiste und dann habe ich keinen Bock mehr, das zu benutzen und dann hole ich es irgendwann wieder raus und denke mir auch, ja, ganz gut, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder doof läuft. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir das. So, dann habe ich hier in einem Tauschpaket drin gehabt von Catrice das Prime & Fine Mattifying Powder Waterproof. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das habe ich hier nur, das ist in Transparent. Kommt sogar mit einem Spiegelchen daher. Und ja, ist ein schönes Puder, fühlt sich schön auf dem Finger an. Aber ja, ich denke, das wird auch ganz gut sein, ne? Muss ich nur mal austesten, aber ich wollte erstmal die anderen Puder soweit vielleicht aufbrauchen und dann zu dem hier greifen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf und ich finde es ganz cool, dass es einen Spiegel drin hat, weil dann kannst du es auch so auf Party oder zwischendurch, wenn du halt ausgehst, mitnehmen oder auf der Arbeit oder so und dich dann mal kurz zwischendurch abpudern. Finde ich ganz cool. Ja.
tatsächlich mal ausprobieren. Ich hoffe, dass es sich bis dahin hält, aber ich denke schon. Mal gucken. So, ja, und das letzte Puder, was ich hier habe, habe ich in meiner Flaconi-Box drin gehabt. Das ist von Tea by Terry Hyaluronic Hydra Powder. Das ist auch nur so eine kleine Probiergröße gewesen. Die mache ich doch mal hier direkt auf. Das hatte ich euch da auch in dem Video schon gezeigt. Es ist halt wirklich eine ganz, ganz kleine Geschichte, ne? Die wird halt auch sehr schnell leer sein, aber ich wollte erst mein Larvpuder aufbrauchen. Ja, das hier ist ja einfach noch zu. Genau. Hier könnte man das dann quasi reinbröseln und dann mit einem Pinsel rein und dann aufs Gesicht machen. Da bin ich auch gespannt drauf, weil das soll dann ja ein Hyaluron-Puder sein, also quasi wie Wasser. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil das von Love ist ja quasi wie Wasser, wie ganz dezent einmal so übers Gesicht. Ja, 1,3 Gramm, auch die werden wahrscheinlich, wenn ich das von Love leer habe, sehr schnell auch leer werden. Ja, und das waren tatsächlich schon meine Puder. Nee, Moment! Und das wirklich letzte Puder, denn das habe ich ganz vergessen, ist das hier von Manakadar. Das hatte ich in einer Glossybox, glaube ich, mal drin. Und das ist das HD Perfecting Powder. Finde ich auch ganz gut. Also das mag ich auch ganz gerne. Da habe ich auch ganz gut schon was aufgebraucht. Also da bildet sich hier unten schon so ein bisschen das Ende des Fännchens ab, sage ich mal. Aber ja, es ist halt auch so ein ganz normales, leichtes Puder, was du dann so drüber nehmen kannst. Man Puderswatchen bringt nicht viel, weil da siehst du nicht viel von. Hat nicht so eine leichte Textur wie das von Love natürlich, aber ich finde es schöner als das Brighten Up Powder von Essence. Ja, genau. Aber eine coole Geschichte. Ich mag es auf jeden Fall richtig gerne. Das macht aber, wenn du halt zu viel davon drauf machst, das Gesicht ein bisschen cakey. Aber da muss man halt aufpassen. Wie bei allen Produkten. Machen wir weiter mit den Blushes. Da habe ich auch so ein paar hier drin. Und ja, das von Love, das kennt ihr ja schon. Blushment Blurring Blush. Das habe ich ja mit euch auch zusammen in meinem Full Face Love zusammen verwendet. Das habe ich in der Farbe Nummer 10. Be the Game Changer. Fand ich auch ganz witzig vom Namen her, ne? Hier hast du das Blush, das ist ein relativ dezenter Blush und hier seht ihr euch. Ja, ich filme mit meinem Handy, hallo. genau, und ich finde, das ist einfach in dem Sinne sehr angenehm ist, weil das halt nicht zu extrem ist, ne? Also ich kann mal schauen, wenn ich euch jetzt mal versuche, das zu swatchen. Ihr seht natürlich, auf dem Finger ist es relativ pinky, ist es aber auf dem Arm jetzt nicht unbedingt, ne? Doch, auf dem Arm ist es das. Aber auf dem Gesicht nicht. hat natürlich einen gewissen Pink-Touch, weil es nun mal rosa ist. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall eine schöne Farbe, die das Gesicht auf jeden Fall frischer aussehen lässt. Und ich mag es richtig gerne. Ich verwende es auch sehr gerne und habe es aber relativ neu. Cool finde ich auch, dass du da so einen Spiegel mit drin hast. Deswegen super für unterwegs und ich mag das Packaging. Ja, gefällt mir richtig gut. Dann habe ich hier von Rival de Loop Young den Tropical Heat Blusher. Das war mal aus irgendeiner Limited Edition und da habe ich mir den geholt. Das war auch irgendwann letztes Jahr und der soll auch riechen, aber ganz ehrlich, also ich finde nicht, dass der wirklich einen Geruch hat. Ne? So sieht das von innen aus. Ist dann ja quasi ein Dupe zu, ihr wisst schon wem. Ja. Und dann swatchen wir uns den mal. Der ist dann natürlich ein bisschen, also hier auf dem Finger, auf dem Ringfinger, etwas dunkler, aber auch nicht so viel dunkler. Also hier ist der Swatch dazu, ne? Finde ich aber auch ganz schön, ist von der Pigmentierung her etwas derber. Also wenn man etwas mehr Blush drauf haben will, kann man zu dem auf jeden Fall greifen. Ich glaube, die hatten auch gar nicht wirklich irgendwelche Farben. Das war halt einfach der Blusher, der mit dabei war, als es die LE gab. Und ja, da habe ich mir den einfach mal mitgenommen. Ich fand die Verpackung sehr schön und deswegen ist er jetzt auch bei mir mit in der Sammlung und auch schön in Verwendung. Den California Mini von Benefit habe ich, upsala, auch noch nicht so oft verwendet. Also den habe ich, glaube ich, nur in dem Video, wo ich die Benefit-Box ausgepackt hatte, geswatcht. Na. Ja, ne? Mini-Spiegel und Mini-Pinsel. Den Pinsel verwendet man jetzt nicht so unbedingt. Der ist einfach mit dabei. Das ist natürlich eine etwas krassere Farbe. Und ja, sowas finde ich aber auch für mal ganz schön. Siehste? Interessante Farbe, ja, ja. Den swatche ich hier mal. Und ja, ihr seht, ne, von der Farbe her mehr ins Peachige, fast schon ins Orange gehende. Aber ja, da kann man sich im Sommer auf jeden Fall eine ordentliche Freude mitbereiten, wenn man etwas mehr Farbe auf den Wangen haben möchte.
Von daher auch ein sehr cooles Teil, aber ich finde, die sind so teuer, da ist es dann gar nicht so verkehrt, wenn man sich dann vielleicht mal das Tube holt. Wobei man sagen muss, dass das Tube, was das Tube ja eigentlich sein soll, ne? Nicht unbedingt sehr vergleichbar ist. Also da finde ich, dass der von Benefit auf jeden Fall krasser pigmentiert ist und ein Stück weit heller auch noch ist. So, dann habe ich hier auch in einer Glossy Box Sonderedition drin gehabt von Karl Lagerfeld und Model Co. den Bronzer und ja, der schimmert aber auch ein bisschen. So sieht er dann aus. So sieht er auf dem Finger aus. Also er ist dunkler und geswatcht. Siehst du auch, dass der Schimmerpartikel mit da drin hat und auch tatsächlich etwas dunkler ist. Ist aber ordentlich pigmentiert. Ich finde es nun sehr, sehr schwer, ihn mit dem Pinsel zu greifen. Da habe ich immer meine Probleme mit. Das kriege ich nicht so gut hin. Da braucht man einen etwas festeren gebundenen Pinsel. Aber ich habe mir in letzter Zeit ja doch etwas mein Pinselsortiment erweitern können. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich da wenigstens einen Pinsel dabei habe, der mit diesem Blush auch umgehen kann. Ja. Dann habe ich hier aus dem Glossy Box Adventskalender von Pixi bei Petra einen Blush. Den habe ich aber noch gar nicht geöffnet, geswatcht oder sonst was. Und ja, ich weiß nicht. Ach komm, ich mache ihn jetzt mal mit euch zusammen auf. Nur für euch. Der ist jetzt auch etwas dunkler, was ich auch sehr interessant finde. Denn so einen dunklen Blush besitze ich sonst ja gar nicht. Genau, so sieht er aus. Ganz frisch und neu. Hat einen Naturkosmetikgeruch, was bei mir nicht unbedingt positiv ist. So, wir haben hier den Fresh Face Blush in der Farbe Beach Rose. So heißt es auf jeden Fall. Und den swatchen wir doch einfach mal. Also der ist wirklich sehr braun. Der geht schon fast in das, in die Bronzerfarben rein. Gut, ich war da jetzt ein bisschen zu doll drin, scheint sehr cremig zu sein. Der ist wirklich sehr ins Braunstichige, würde ich sagen. Ne? Also da muss ich wirklich mal gucken, das ist vielleicht was, wenn man sonnengebräunte Haut hat oder wenn man sich nur Blush auftragen möchte und nicht nochmal zusätzlichen Bronzer, dann ist es gar nicht so verkehrt. Ja, das Pöttchen ist hier. Soll eine sehr, sehr gute Marke sein. Ich weiß es nicht. Ich habe da bislang nur eine Lidschattenpalette von verwendet. Fand die jetzt nicht so ultra bombastisch, aber das war halt auch eine sehr dezente. So, dann kommen wir mal zum nächsten. Und zwar hatte ich hier auch in einer Box mal drin von Seraphine Botanicals Guava Butter. Das ist ein Blush Stick, den du entweder als Blush oder eben als Lippenpflege nehmen kannst. Wobei ich das als Lippenpflege etwas dick finde. Grob, riecht aber unheimlich gut. Also den Geruch mag ich sehr gerne. Und ja, der ist halt wirklich so relativ dezent, wenn man sich den aufträgt. Ne? Ein bisschen ins Peachy gehende. Und der lässt sich auch schön verblenden. Hat dann eine natürliche Röte für die Haut. Und ja, ist aber etwas peachig, was aber zu mir auch passt. Also ne? Für den Alltag auch ganz gut geeignet. So, dann habe ich hier von Essence I Want Candy auch aus einem Trash-Paket den Scented Blush, die Scented Blush Shimmer Pearls. Das hier ist nämlich jetzt mal ein etwas anderer Blush. Das ist nämlich nicht ein gebackener oder gepresster Blush, sondern es sind tatsächlich Perlen. Die verwende ich wirklich gerne, weil die auch sehr natürlich wirken. Ist jetzt schwierig zu swatchen. Ich gehe da mal mit meinem Finger so ein bisschen durch, um da so ein bisschen was auf meinen Finger drauf zu kriegen. Das ist wirklich nicht einfach. So, das ist auch ein Schimmerblush. Das ist ja jetzt auf meinem Finger. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf meiner Haut auch kriege. Oh. Also er ist wirklich sehr hell, aber auch sehr dezent, ne? Den kannst du sehr schön aufbauen und den benutze ich tatsächlich fast am häufigsten von allen Blushes, die ich so habe, weil du da nicht viel verkehrt mitmachen kannst. Du machst ihn hier drauf und hast dann so eine dezente Schicht und dann kannst du immer mehr schichten und schichten, bis du halt das Ergebnis erreicht hast, was du gerne haben möchtest. Ja, und der riecht tatsächlich ein bisschen nach Süßigkeiten, also nach Lollis, was ich sehr schön finde. Das ist ja auch die Chupa Chups Edition. War eine Limited Edition vor 100 Jahren, auch wenn der nur 12 Monate haltbar ist. Ich benutze den, bis er auseinanderfällt. Ist mir vollkommen Wurst. Ich finde den toll. So, hier habe ich auch noch einen etwas dunkleren Blush. Und zwar ist das der Illuminating Blush von Catrice. Auch der war in einem Trash-Paket mit drin. Den finde ich aber richtig gut. Den benutze ich gerne, wenn ich abends ausgehe oder so, weil der tatsächlich auch Schimmerpartikel mit drin hat.
Ne? Also richtig viel habe ich ihn tatsächlich schon benutzt, aber man sieht nicht, dass ich ihn viel verwendet habe, weil du nicht so viel davon brauchst. Also das ist wirklich cool. Ja, hier habe ich ihn jetzt auf dem Finger. Und wenn ich ihn hier swatche, er ist sehr dezent. Ich versuche mal aufzubauen, weil dann seht ihr den auch vielleicht ein bisschen besser. Schwer. Naja, aber mit dem Pinsel, den ich habe, funktioniert das ganz gut. Der hat auch ein bisschen tatsächlich Schimmerpartikel drin. Sieht man jetzt nicht so unbedingt gut, aber auch das ist ein Blush genauso wie der von Essence, ne? Die sich halt super aufbauen lassen und wo du nicht viel mit verkehrt machen kannst. Und der verbindet sich dann auch sehr, sehr gut mit dem Highlighter und dem Bronzer, sodass du da wirklich so eine schöne Farbrange mehr oder weniger hast, so einen schönen Farbverlauf und es nicht so aussieht, als hättest du dir Balken ins Gesicht gemalt. Ja. Deswegen auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte, die mir echt gut gefällt. Als nächstes habe ich auch aus einer Box von Litchi & Gold ein Healthy Glow Rose Gold Blush. Und der soll mit Ingwer, Litchi, Mangostein und Kamelienextrakt, glaube ich, sein. Von Seraphine Botanicals. Genau. Das ist noch in der Originalverpackung drin. Aber ich habe den ja auch schon mal benutzt. So sieht er in seinem Pöttchen aus. Ach, total niedlich, oder? Ich finde den super. Und ja, der ist halt sehr ins Peachige gehend. Also ich habe viele Blushes, die ins Peachige gehen, weil ich das einfach auch mag und weil ich finde, dass es zu mir passt. So sieht er auf dem Finger aus. Das ist jetzt der Ringfinger. Und hier setze ich den hin. Das ist so ein Pink-Rosé. Auch sehr dezent, auch sehr mir gefallend und zu meinem Hautton passend. Also ich habe, wie ihr seht, wirklich eine krasse Farbrange, die ich mir theoretisch in meinem Gesicht geben könnte, je nach Anlass und je nach Make-up. Ne? Das ist eine schöne Geschichte. Und natürlich, ja, ist es mehr, als man handelsüblich hätte, aber wenn man halt so Adventskalender hat oder Tauschpakete, Trashpakete, dann sammelt sich das nun mal an. Ne? Die wenigsten davon habe ich dann auch wirklich selber gekauft. Genauso wie der von Marlowe Wills. Der war in einer Box drin und zwar die Juveniles Box. Da war der mit drin. Den habe ich auch noch nicht verwendet, sondern bislang wirklich nur erhalten. Ich glaube, ich habe den nicht mal geswatcht. So sieht der aus. Relativ unspektakulär, dann kann man das hier einfach zur Seite schieben. Und der ist wirklich sehr, sehr, sehr rosastichig, finde ich. Fühlt sich aber ganz gut an und hat so einen leichten Glow drin. Also erinnert mich auch ein bisschen an den von Karl Lagerfeld und Model Co. tatsächlich. Also an den hier. Mal gucken, ob der ähnlich aussieht. Jetzt swatche ich den mal hier drin. Oh, nö. Der geht tatsächlich mehr ins Pinkige und ja, scheint aber auch ein relativ dezenter zu sein, den man aufbauen kann. Aber der ist schon sehr, sehr pink. Also das ist für mich eher was für den Sommer oder für den Frühling vielmehr. Ja. Und hier haben wir dann meinen letzten Blush und zwar ist das der von BH Cosmetics, der Floral Blush Duo Cheek Color in der Farbe Fiji Fun. Genau. Den fand ich auch ganz niedlich, weil du da halt auch diese Blume mit drin hast und dass du da dann verschiedene Farbnuancen dir machen kannst. Also zum Beispiel, du kannst dir einen helleren Blush machen oder einen dezenteren Blush im Winter, wenn du sowieso ein helleres Häutchen bist. Und wenn es dann halt Richtung Sommer geht, wo es halt mehr zur Sache geht, auch in deinem Gesicht, was die Farben angeht, kannst du dann auch mehr zu dem höher pigmentierten greifen. Genau, so sieht er dann in der Pappverpackung aus. Kann man das hochklappen. Auch da hast du wieder einen Spiegel mit drin. In der dunkleren Farbe hast du tatsächlich auch noch einen Schimmer mit dabei. Hier machen wir das mal auf. Der ist nämlich auch noch ganz neu. Ja, vieles teste ich tatsächlich auch jetzt ganz neu mit euch. Also fühlt euch geehrt. So, also hier hast du dann einmal die eher pinkige Seite, die rosafarbene Seite, die schon sehr, sehr stark pigmentiert ist. Die setze ich mir mal hier hin. Also die ist pink. Die ist da. Dann hast du hier den schimmernden, etwas dunkleren Farbton. Das sieht man richtig. Also wow. Setze ich mal daneben. Also das ist schon heavy, ne? Das ist schon derbe. Und wenn man jetzt theoretisch beide miteinander verbinden würde, dann wird man ja in beide auch so reingehen und hat es dann so und kann sich das dann so geben. Das finde ich ist auch eine perfekte Farbe für mich tatsächlich. Also der Ton hättest, also du hättest im Prinzip drei Töne. Den Ton hast du und den Ton. Und du kannst natürlich auch erst den helleren Ton aufgeben und dann immer so ein bisschen mit dem dunklen und das dann so auf deinem Gesicht mischen, das geht auch alles, ne? Finde ich aber sehr, sehr schön.
So, dann kommen wir jetzt mal zu etwas, was mein Herz berührt, und zwar Bronzer oder Bronzer. Das Ding ist ja, dass ich durch mein sehr helles Häutchen dann auch manchmal etwas tot im Gesicht aussehe. Und das gehört dann neben dem Blush natürlich zu etwas, was meinem Gesicht so ein bisschen Leben verleiht. Deswegen mag ich es auch so gerne. So, wir fangen mal mit einem an, den ich auch wirklich schon richtig lange habe. Das ist von Max Factor einer. Der ist sehr dezent, den kannst du super aufbauen und es macht auch Freude, ihn zu verwenden. Ach so, wie heißt der überhaupt? Ein Creme-Bronzer in der Farbe 05 Light Gold. Ja, ne, Light. Sobald irgendwo Light draufsteht, ist es dann wahrscheinlich mein Hautton. So sieht er dann aus in seinem Pfännchen. Auch der sehr, sehr stark gebacken. Dementsprechend wird es 100 Jahre dauern, ganz grob gefühlt, bis ich ihn aufbrauche. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin sind. Steht da gar nicht drin. Naja, auf jeden Fall ist der auch 3 Jahre haltbar und so, also von daher läuft. Genau, so sieht er auf dem Finger aus und ich finde ihn eigentlich fast schon dezent. Also den kannst du super aufbauen. Ja, bin jetzt ja auch richtig derbe reingegangen, ne? Aber sonst ist es wirklich eine angenehme Farbe für mein Gesicht. Es fühlt sich schön auf dem Gesicht an. Es fühlt sich nicht so an, als hättest du da 50.000 Puderprodukte auf deinem Gesicht und der macht wirklich Spaß. Mit dem kann ich echt gut arbeiten. Und ja, die Verpackung, ne? Wunderhübsch. Dann habe ich hier von Revolution auch einen gebackenen und zwar einfach den Baked Bronzer Poudre Bronzante. Keine Ahnung, wenn der so heißt. Der war in meinem Revolution Adventskalender. Und, na. Der sieht doch extrem ähnlich aus. Ich habe ihn, glaube ich, noch nie genau daneben geswatcht. Aber er fühlt sich sehr ähnlich an. Er sieht sehr ähnlich aus. Wenn ich ihn jetzt genau daneben setze, nur ein bisschen heller ist der. Der geht etwas mehr in das Goldene rein. Aber wenn ich ihn jetzt aufbaue, ich muss mal gucken. Also der glitzert aber auf jeden Fall. Ne, das tut der von, nee, von Max Factor nicht. Aber doch, der gefällt mir auch richtig gut. Das ist auch eine schöne Farbe. Sehr hell. Ne? Also den müsste ich dann ein bisschen mehr aufbauen, weil für mein Gesicht müsste der vielleicht etwas dunkler. Weiß ich nicht. Sogar für mich, dass ich mal sowas sage. Aber ja, auf jeden Fall war mit dem Adventskalender und ist in meine Sammlung gewandert. Genauso auch ein Adventskalender-Produkt ist der Hoola Light von Benefit. Auch den finde ich schön. Ist halt der Light, also in dem Sinne auch der hellere. Das ist auch so eine kleine Probiergröße. Finde ich aber nicht schlimm, weil wie lange brauchst du, um überhaupt solche Produkte aufzubrauchen? Du gibst dir immer nur ein ganz kleines bisschen so im E auf oder wie auch immer. Du siehst, der ist wirklich richtig hell. Also der ist für mich fast schon zu hell. Der ist für die Tage, wo ich. Ja, für die Tage im Jahr, wo ich richtig hell bin, das ist fast schon Puderfarben, ne? Also hier daneben direkt gesetzt, sehr, sehr hell. Dann habe ich hier den Honolulu bei W7 oder W7, auch ein Bronzer. Ja, der ist quasi der ganz normale Hoola als Dupe. Der sieht tatsächlich sehr dunkel aus. Das ist für mich eher was richtig für den Sommer. Ansonsten ist er mir einfach viel zu dunkel, weil. Holla! Den kann ich mir nicht einfach so ins Gesicht geben, ne? Der ist einfach richtig dunkelbraun. Also, ne, das ist nur was für den Sommer bei mir, wenn ich wirklich braun auch im Gesicht bin. Ihr seht ja auch auf meinem Kanal Videos von mir, wo ich im Sommer bin. Das ist da auch wirklich bei mir ein bisschen bräuner im Gesicht. Meine Sommersprossen kommen raus und so weiter, aber so braun bin ich dann nicht. Das benutze ich dann sehr, sehr dezent. Aber ich freue mich schon drauf, den im Winter im Sommer zu benutzen. So, als nächstes habe ich hier auch von Love wieder meinen Bronzer. Den habe ich auch mit euch zusammen in meinem Full Face Love ausprobiert. Das ist der Love Sun Blurring Bronzing Powder mit Sonnenschutzfaktor 15 und das ist die Farbe Nummer 010 Sensual Caramel. Und ja, da sind ganze 12 Gramm drin, also holla die Waldfee, der ist richtig krass. Und ja, hier siehst du auch noch die Blume, hier siehst du den Spiegel. Hier siehst du dich oder mich oder uns. Genau. Und die Farbe mag ich auch richtig, richtig gerne. Fühlt sich butterweich an. Schön, unser Döner kommt gerade. Und hier seht ihr die Farbe. Gefällt mir richtig, richtig gut und ist auch für mich im Winter durchaus geeignet. Ja, der Döner war gut. Wer von euch hat jetzt auch Bock auf Döner? Stimmt mal hier oben ab. Frech, ne? Ja, Überbleibsel. Wir müssen immer irgendwie Fanta oder Cola oder sonst irgendwas mit dazu bestellen, um halt auf diesen 10 € Mindestbestellwert bei Lieferando zu kommen. Weil wenn du kein Bargeld im Haus hast, dann musst du halt PayPal nehmen. Und ja, weil wenn ich so mit Jogginghose und Schlafanzug unterwegs bin, habe ich persönlich ehrlich gesagt keine Lust,
mich noch ins Auto zu setzen und einen Döner zu kaufen. Deswegen ist es dann ganz gut, wenn es Lieferando gibt, ne? Und nein, ich bin da nicht gesponsert. So, habe dann auch die Pause genutzt, um diese Kerze mal, die Kerze, wieder neu zu machen. Ja, ihr Lieben, ich habe noch ein paar. Hier ist mein Lieblingsbronzer von Too Faced. Den hatte ich tatsächlich auch in einem Trash-Paket. Mega geil. Oder Trash-Tauschpaket vielmehr. Ja, von der lieben Nasti bekommen, weil der ihr zu hell war. Und ja, mir hat der gepasst. Das ist die Farbe Milk Chocolate Soleil. Und dieses Packaging allein ist schon Hammer. Du hast hier dieses Herzchen. Und wenn du ihn aufmachst, sieht er so aus. Ja, ich habe, ne, also die Schrift sieht man noch. Er riecht so, so geil süß und oh, ist einfach herrlich. Ich finde, dass dieser Bronzer, butterig weich wie er ist, die perfekte Farbe für mich darstellt. Also der ist relativ hell, aber für den Winter bei mir perfekt. Und ja, ich glaube, für den Sommer wird er zu hell sein, aber für den Winter optimal. Und ich liebe ihn. Du hast ein Spiegelchen mit drin, du hast dieses geil riechende Bronzerpuder und oh. Er ist großartig, ja. Lässt sich schön verteilen und sieht hübsch aus. Ist unheimlich dekorativ und ja, das ist mein absoluter Lieblingsbronzer, den ich habe. Mein größtes Sammlerstück, was ich besitze und ich liebe ihn. Auch in einem Adventskalender hatte ich von Lancaster den Infinite Bronzer, Face Bronzer, keine Ahnung. Ja, so eine kleine Probe war das. Und da weiß ich gar nicht, ob der mein Gesicht quasi bräunt, ob das ein Gesichtsbräuner ist oder ob ich das als Bronzing Liquid so verwenden kann. Das ist die Farbe 002. Sieht relativ dunkel aus und ich habe da ein bisschen Angst. Aber ich gucke mal, ob ich, ja, ich swatch euch den mal hier so. Ne? Also ist enorm dunkel. Übrigens kriege ich jetzt gerade eine Nachricht, dass meine Lieferheldbestellung unterwegs ist. Super, ich habe ihn leider schon in meinem Bauch, Leute. Naja, so. Ist wirklich im ersten Moment relativ dunkel, lässt sich aber schön verblenden. Ne? Und sieht dann echt natürlich aus. Ich weiß nur nicht, wie das funktionieren soll, wenn ich tatsächlich schon was auf dem Gesicht habe, so Foundation und so. Ich weiß es noch nicht. Ich habe den noch gar nicht ausgetestet, werde ihn aber nochmal austesten und dann schaue ich einfach mal, wie der sich so macht. Ja, und der letzte Bronzer, den ich habe, den habe ich mir am Freitag, also quasi vorgestern, im Sale gekauft bei Galeria Kaufhof. Wer mich auf Instagram verfolgt, da heiße ich übrigens AiduaikPep, ich schreibe es dir hier mal rein, hatte ich da auch mein Mini-Haul einmal gepostet. Zum einen hat der statt 19,99 nur noch 12 Euro gekostet und weil ich Payback-Kunde bin, habe ich dann nochmal 10% gekriegt. Läuft! Ja, also nochmal 1,20 € günstiger. Und den habe ich noch gar nicht ausgetestet. Also im Laden, ja, habe ich ihn mir geswatcht und fand ihn echt schön. Aber hier, das, was hier in dem Kartönchen drin ist, habe ich noch gar nicht rausgenommen. Ey, komm raus. Schlingel. Ja. So, das ist nämlich das Hello Sunshine Bronzing Set. Und zwar hast du da sogar noch einen Pinsel mit drin. Ob ich den zum Bronzen nehmen will, weiß ich noch nicht. Der ist. Naja, kannst du auch für Blush nehmen, ne? Aber der ist relativ hart, würde ich mal so sagen. Naja, ist von Art Deco. Und den werde ich, bevor ich ihn benutze, auf jeden Fall erstmal waschen. Ich finde den Pinsel auch sehr hübsch. Das ist hier so ein bisschen transparenter. Und ja, der war mit dabei. Und dann habe ich hier den Bronzer. Auch den fand ich echt schön. Auch vom Packaging her hat er mir echt gut gefallen. Bronzing Kompakt, Longlasting Powder. Und der wäre theoretisch nachfüllbar. Auch interessant. Ich gucke mal eben, ob ich hier irgendwo noch eine Farbe finde. Das ist, hier steht Farbe 50 drauf. Aber ansonsten steht da nichts von Farbe. Oh, der darf nur 18 Monate offen sein. Na, das glaube ich nicht. Die sind bei mir länger offen. So, dieses hier finde ich auch ganz cool, weil du kannst hier drauf drücken, dann geht der auf. Huch, das war jetzt nur die Folie. Die kommt eh weg. Ja. Und auch der wunderschön. Du hast zwei verschiedene Farben, was ich auch praktisch finde, eben Sommer-Wintermäßig, ne? Du hast hier oben ein Spiegelchen mit drin. Und ja, den swatche ich euch mal. Erstmal swatche ich euch die beiden Farben separat. Einmal hell und dunkel. Ne? Also da ist der helle wirklich sehr, sehr hell. Der ist so ein bisschen auch wie der Huda Light. Der dunkle ist dann halt auch wirklich sommertauglich. Und wenn ich beide verbinde, also einmal durch die Mitte so reibe,
habe ich hier den mittleren Ton und den habe ich jetzt ein bisschen doller geswatcht, deswegen sieht der sehr ähnlich aus wie der bräunliche, wie der dunklere, aber gefällt mir auch richtig gut und ja, keine Schimmel. Schimmel wäre übel. Schimmerpartikel mit drin und ja, schönes Produkt, freue ich mich drauf. Ich finde es hübsch, dass diese Sonne da auch mit drin ist. Die wird natürlich im Laufe der Zeit irgendwann weg sein, aber ja, richtig geil. Freue ich mich, dass ich den im Sale für so wenig Geld ergattern konnte. So ihr Lieben, das waren jetzt meine Puder, Blushes und Bronzer. Ja, die Highlighter mache ich definitiv separat, weil das sind doch ein paar mehr, als ich so an Blushes und Bronzer habe und Puder. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist zu meiner Beauty-Sammlung, hier unten meinen neuesten Upload und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest und das noch nicht getan hast, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!